Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man so einen Scoody häkelt. Und zwar ist das eine Mischung von Schal und Kapuze, also ein Schal mit Kapuze, ganz einfach gesagt. Und es ist super einfach, man kann das ganz, ganz schön mit diesem tollen Muster hier machen, finde ich, dass es auch ein bisschen speziell ist. Das Muster ist super einfach, es wiederholen sich immer zwei Reihen und meiner Meinung nach ist es halt sowas, was man so richtig, wo man sich einkuscheln kann. Also ihr könnt die Kapuze hinten hängen lassen, wenn ihr wollt. Sieht auch cool aus. Oder eben halt wirklich, wenn es kalt ist, hochziehen. Und das ist so meiner Meinung nach das Kuschelige an diesem Schal. Und ja, ich zeige euch heute, wie ich den gemacht habe. Und hoffe, dass er euch auch so gut gefällt wie mir. Wolle, die habe ich von hobby.de bestellt. Das ist Cookie von Yerbo und ich glaube, die Farbe hieß Menthol, aber ich schreibe euch das unten noch mal rein unter das Video, wie immer, und alles, was ich so brauche dafür auch. Also eigentlich braucht ihr nur eine Häkelnadel, die zu eurem Garn passt. Ich habe jetzt hier die Größe 6 benutzt und ihr braucht zwei Maschenmarkierer und eure Wolle. Ich bin mit einem Knäuel ausgekommen für Schal und Kapuze, hat genau gereicht. Ihr könnt für diesen Schal oder für dieses Muster eigentlich jedes beliebige Garn nehmen. Achtet nur darauf, dass ihr, wenn zwei Größen angegeben sind, die größere Häkelnadelgröße nehmt, die auf der Banderole steht. Um zu beginnen, müssen wir eine Luftmaschenkette machen. Wer da noch Unsicherheiten hat, ich habe ein paar Videos für Anfänger, findet ihr hier oben bei dem i und auch unter dem Video. Und ich beginne jetzt mit einer Anfangsschlinge, mit einem Anfangsknoten. Und bei der Anzahl der Maschen kommt es jetzt darauf an, was ihr machen möchtet. Ich mache für den Schal eine Breite von 28 Luftmaschen plus eine. Das heißt, ihr braucht immer eine gerade Zahl plus 1, um das Muster zu machen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Decke machen wollt, dann nehmt ihr halt zum Beispiel 100 plus 1, also 101 Luftmaschen. Also für den Schal macht ihr jetzt 29 Luftmaschen, um den so wie ich zu machen. Oder halt eben, wenn ihr den breiter machen wollt, zum Beispiel 32 plus 1, also 33. Und ich werde jetzt eine kleine Version machen, einfach als Muster. Und nehme jetzt einfach 10 plus 1, also 11 Maschen. Und zwar macht ihr dazu einfach Luftmaschen hintereinander, nicht zu fest. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und ihr macht eure 29 oder wie auch immer. Und dann machen wir, um die erste Reihe zu beginnen, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Nach den 3 Luftmaschen machen wir einen Umschlag auf die Nadel und zählen von der Nadel aus 1, 2, 3, 4 ab und in die vierte Masche stechen wir ein und machen dort hinein 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das heißt, ihr holt den Faden durch diese Masche durch und mascht dann 2 Schlaufen ab. Und so lasst ihr das dann so halb fertig, macht wieder einen Umschlag. Stecht wieder in dieselbe Masche ein, holt den Faden durch, mascht wieder nur 2 ab und lasst die Schlaufe drauf. Wieder ein Umschlag, nochmal in dieselbe Masche einstechen, durchziehen, wieder 2 abmaschen. Und so müsstet ihr jetzt 4 Schlaufen auf der Nadel haben und die maschen wir jetzt mit einem Mal alle zusammen ab und machen eine Luftmasche. Das war die ganze Kunst dabei. Das ist jetzt unsere Büschelmasche und das ist eins dieser Päckchen, die wir dann brauchen. Diese Luftmasche hier oben, macht die bitte nicht zu fest, weil da müssen wir in der nächsten Reihe noch reinkommen. Also schön locker, dann wieder einen Umschlag machen
und wir wollen das nächste Päckchen aus unseren Stäbchen machen und dazu übergeht ihr die nächste freie Masche in eurer Luftmaschenkette, also die hier unten. Die überspringen wir und gehen erst in die zweite freie Masche rein und machen nochmal diese drei halbfertigen Stäbchen. Also wieder zwei Abmaschen, Umschlag, zwei Abmaschen und wieder nur zwei Abmaschen. Und die maschen wir jetzt alle wieder zusammen ab, machen eine lockere Luftmasche. Das ist unser zweites Päckchen. Und das wiederholt sich jetzt die ganze Reihe. Ihr macht einen Umschlag, sucht hier unten wieder 1, 2, die zweite Masche, also eine überspringen wir, stecht dort ein und macht diese drei halbfertigen Stäbchen. 1, ihr könnt auch darauf achten, wenn ihr hier diese Schlaufe so ein bisschen weiter rauszieht, dann habt ihr dann auch eine schöne gleichmäßige Struktur, weil ihr dieselbe Höhe erreicht. Und wieder zwei Abmaschen. Besonders bei dem dritten zieht sich das manchmal kürzer. Da könnt ihr so leicht dran ziehen, um die so ein bisschen zu verlängern. Umso schöner wird das Muster. Und wieder alle zusammen abmaschen. Luftmasche. So geht ihr jetzt in der ganzen Reihe vor. Eine überspringen, in die nächste einstechen. 1. 2, 3 und Luftmasche. Eine überspringen in die nächste. 1, 2 und 3, Luftmasche. So sehen die Päckchen dann aus. Und am Ende müsstet ihr dann jetzt nur noch zwei Maschen übrig haben und davon überspringen wir jetzt eine und stechen dann in die letzte Masche in unserer Reihe ein und machen nur ein einzelnes Stäbchen. Also ein ganzes Stäbchen, zwei Abmaschen, zwei Abmaschen. So. Dann wollen wir die zweite Reihe beginnen. Dazu macht ihr eine Wendeluftmasche. Wendet das Ganze und wir werden gleich hier vorne auf diesem Stäbchen in die erste Masche einstechen und eine feste Masche machen. Und so verfahren wir jetzt mit jeder Masche in dieser Reihe. Überall einfach eine Masche reinhäkeln. Bei den Päckchen ist es immer so, die sind hier sehr lang gezogen. Wenn ihr das hier von hier oben seht, das ist auch eine Masche, da muss natürlich auch eine rein. Es ist also immer diese Luftmasche, die so ein bisschen enger ist. Und danach immer eine, die weiter ist. Und in beide müsst ihr immer eine feste Masche häkeln. Also einfach in jede Masche hier oben an der Kante eine feste Masche. Das ist dann Runde oder Reihe 2 und die bleibt dann auch jetzt einfach so. In jede Masche eine feste Masche. Bis ihr hinten angekommen seid, achtet immer darauf, dass ihr wirklich beide Maschenglieder erwischt. Und ihr solltet dann mit dieser letzten sehr weiten aufhören. Das ist dann die letzte. Das ist über diesen drei Luftmaschen, die wir am Anfang gemacht haben. Und da ist nichts mehr. Also da müsst ihr nicht nochmal einstechen. Dann kommen wieder drei Luftmaschen für Reihe 2 zum Wenden. Ihr dreht das Ganze um, so sieht das jetzt aus. Und dann macht ihr einen Umschlag, stecht hier vorne direkt in den Fuß von euren drei Luftmaschen, wo die auch rauskommen, rein. Also gleich die erste Masche und macht wieder diese Päckchen mit jeweils drei zusammen abgemaschten Stäbchen. 3. Alle zusammen abmaschen. Eine Luftmasche. Eine überspringen. In die nächste erst reingehen. 1. 2. 3.
und alle zusammen abmaschen und die Luftmasche. Wieder einen Umschlag, eine überspringen, in die zweite einfach reingehen und wieder diese drei halbfertigen Stäbchen machen. Das wiederholt ihr bis zum Reihenende. 1, 2. Hoppla. Eins, zwei. Eine Luftmasche. Dann habt ihr hier am Ende nur noch zwei Stück. Eins, zwei. Eine überspringen und in die letzte reingehen und ein ganzes Stäbchen machen. So sieht das dann aus. Und wenn ihr jetzt darauf achtet, um euch auch zu kontrollieren, dass ihr keinen Quatsch gemacht habt. Diese Päckchen, also hier, die müssen immer direkt übereinander sein. Wenn ihr irgendwo mal seht, dass diese Päckchen kreuz und quer auf einmal erscheinen oder schief werden, da ist irgendwas falsch bei den festen Maschen, da habt ihr irgendwas übersehen. Dann macht lieber nochmal auf, weil es ist nämlich blöd, wenn das nachher beim Schal dann auffallen würde. Weil das sieht man sofort, weil diese Struktur von diesen Päckchen, die soll immer übereinander gleich bleiben. Also da könnt ihr euch gut kontrollieren. Wenn das nicht so ist wie hier, dann macht lieber nochmal eine Reihe auf und begebt euch auf Fehlersuche. Und weil das macht dieses Muster halt wirklich aus, dass es so schön aussieht mit diesen Kästchen. Es wiederholt sich ab jetzt alles immer nur. Ihr macht immer nach dieser Reihe mit euren zusammen abgemaschten Stäbchen eine Wendeluftmasche. Das ist dann die Reihe mit den festen Maschen. Das wiederhole ich jetzt nochmal. Gleich in die erste reingehen. Eine feste Masche. In die zweite reingehen. Eine feste Masche. In die danach reingehen. Eine feste Masche. Und so weiter. Das ist die Reihe mit den festen Maschen und dann habt ihr nach dieser Reihe immer die Reihe mit den zusammen abgemaschten Stäbchen. Nach den festen Maschen beginnt ihr wieder mit den drei Wendeluftmaschen, damit ihr wieder auf der Höhe seid von den zusammen abgemaschten Stäbchen. Also jetzt 1, 2, 3 und dann gleich hier vorne in dieselbe Masche, wo die drei Luftmaschen sind, das erste Päckchen reinmachen und so weiter verfahren, bis ihr eine Länge habt, die euch beliebt oder eben wie bei mir circa 1,65 Meter, 1,70 Meter habe ich gemacht. Also so lang sollte der Schal auf jeden Fall sein für einen Erwachsenen, für Kinder natürlich kann der kürzer sein. Wenn ihr am Ende angekommen seid, würde ich auf jeden Fall mit einer Reihe von festen Maschen aufhören, weil das natürlich schöner ist an der Kante. Und dann könnt ihr einfach abschneiden und den Faden hier einfach beenden, indem ihr hier zuzieht. Und den Faden dann einfach vernäht. So, okay, wenn ihr euren Schal fertig habt und soweit, dann machen wir jetzt die Kapuze dran. Und zwar brauchen wir dafür unser Maßband. Ihr legt den Schal einfach mittig zusammen, ganz genau aufeinander. Dass ihr dann hier die Kante habt. Und von dieser Kante aus messen wir ab ganz genau 30 cm. Also ihr setzt hier an und messt einfach 30 cm ab. Ungefähr.
Und dann nehmt ihr eure Markierer und macht in beide Schichten an diese Stelle den Markierer rein. Damit ihr wisst, wo ihr eure 30 cm abgemessen habt. Und dann können wir das Ganze aufklappen. Und da, wo euer Markierer dann ist, hier ist der zweite auf der Seite, da haben wir dann insgesamt 60 cm dazwischen. Und da wird jetzt die Kapuze dran gehäkelt. Dazu nehmt ihr eure Wolle und macht einfach einen Anfangsknoten. Und dann stechen wir genau da ein, wo wir den Markierer haben. Ich bin jetzt hier in der Ecke. Und zwar seht ihr, dass wir hier immer diese Päckchen haben mit den zusammen abgemaschten Stäbchen. Und hier am Rand, das sind diese drei Luftmaschen vom Anfang. Und ihr habt dann immer quer eben diese Stelle, wo die zusammen abgemascht wurden und diese Luftmasche. Und dann geht es hier weiter in die nächste Ecke und hier ist wieder ein größeres Loch. Das ist wieder die Stelle, wo die alle drin waren, die Maschen. Also das sieht immer gleich aus. Und wir werden jetzt die Reihe mit den festen Maschen, die wir brauchen für das Muster, jetzt einfach machen. Aber eben hier quer an der Seite. Und dazu steche ich jetzt erstmal hier, da wo diese drei zusammen abgemaschten Stäbchen rauskommen. Das seht ihr ganz gut an diesem großen Auge hier. Da steche ich jetzt meine Nadel ein, hole mir meine Schlaufe auf die Nadel und ziehe die mir hier einfach durch und mache eine Luftmasche zum Sichern. Und dann gehe ich nochmal in dieselbe Masche rein und mache die erste feste Masche, die ich für mein Muster brauche. Hoppla. Habe ich meinen Restfaden. Also einfach eine feste Masche da hinein. Und jetzt könnt ihr euch hier bei den Luftmaschen zum Beispiel eine Stelle suchen, wo ihr die zweite feste Masche macht. Und dann gehe ich nochmal hier am Ende in dieses große Loch und macht die dritte. Und wir wollen bei jedem Päckchen jetzt drei feste Maschen machen. Ich gehe bei dem nächsten wieder in dieses große Auge, mache eine feste Masche. Dann suche ich mir hier in der Mitte einen Durchgang, mache eine feste Masche. Und hier am Ende in dieses große Loch. Also ihr macht einfach immer drei feste Maschen auf jede dieser, auf diesen Päckchen, die wir haben. Und das macht ihr die ganze Reihe bis zum nächsten Markierer. Also immer so weiter. Eins. Dann hier eins. Und hier eins. Damit wir dann diese Basis haben für unser Muster. Und dann wird eigentlich das Muster einfach fortgeführt. Also einfach die Reihe entlang, bis ihr beim Markierer angekommen seid. Feste Maschen. Ich bin jetzt kurz vorm Markierer, mache noch das letzte Päckchen. Eins. Dann hier oben. Und in das letzte mache ich auch noch eins. Und dann hört ihr auf. Ihr könnt den Markierer dann jetzt auch oder beide eben rausnehmen. Und dann wendet ihr das Ganze, so dass ihr zurückhäkelt, diese Reihe, die wir gerade gemacht haben. Und jetzt kommt eigentlich das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir machen wieder diese zusammen abgemaschten Stäbchen. Dafür fangt ihr jetzt wieder an mit 1, 2, 3. Und dann geht es weiter, ein Umschlag und in dieselbe feste Masche hier unten dann einstechen, in die erste. Und 1, 2 und 3 halbfertige Stäbchen machen.
alle zusammen abmaschen und eine Luftmasche. Wieder ein Umschlag hier unten in unserer hier unten bei unseren festen Maschen eine überspringen und in die nächste einstechen. Also in die zweite Masche einstechen, wie vorhin auch, und wieder ein neues Päckchen aus 3 zusammen abgemaschten Stäbchen machen. Und wieder eine lockere Luftmasche. Also genau wie vorhin auch. Und dann wieder eins überspringen, in das nächste rein und so weiter. Und das macht ihr bis zum Reihenende. Und das funktioniert haargenau so wie vorhin auch. Wieder eine überspringen. Und wir machen dann am Ende 2, 3 zusammen abmaschen. Wir machen dann am Ende auch genauso wieder kehrt und gehen zurück und machen wieder die festen Maschen. Wenn das von der Maschenanzahl jetzt nicht wirklich hinhaut, weil ich weiß jetzt nicht, ich habe wahrscheinlich keine gerade Zahl, muss ich mal gucken. Ansonsten könnt ihr einfach am Ende eine überspringen, das fällt überhaupt nicht auf, das zeige ich euch aber gleich. Weil ich habe jetzt die Päckchen nicht gezählt, wie viele ich gemacht habe. Ich habe eher auf die Zentimeter geachtet und dass das gleich ist. Und da ist dann Mogeln auch absolut erlaubt. Ich mache jetzt auch das Ganze bis zum Reihenende und zeige euch dann, wie wir kehrt machen. So, ich bin fast am Ende angekommen. Mach noch das letzte Päckchen. Luftmasche und jetzt habe ich noch genau 2 übrig. 1 und 2 und in das letzte mache ich wie gehabt dann nur mein einzelnes Stäbchen. Und damit habe ich die Reihe fertig. Den brauchen wir auch nicht mehr auf der Seite. Ihr macht dann wieder eine Wendeluftmasche und dreht das Ganze wieder um. Und dann wiederholt sich das alles nur noch. Ihr macht wieder die festen Maschen, das heißt gleich hier in die erste Masche reingehen, eine feste Masche machen. Und jetzt in jede der Maschen einfach eine feste Masche, sodass wir dann wieder eine Basis für das Muster haben. Und so wiederholt ihr das jetzt auch wie beim Schal immer weiter, bis ihr eine Gesamthöhe von diesem Teil jetzt, was wir gehäkelt haben, also nicht mit hier unten mit dem Schal zusammen, sondern nur ab hier, bis ihr eine Gesamthöhe habt von 25 cm. Also, ich will euch das nochmal erklären. Wir häkeln ja jetzt hier oben dran. Und wenn ihr hier dann eine Höhe erreicht habt von 25 cm, dann könnt ihr aufhören. Achtet darauf, dass ihr möglichst wieder mit einer Reihe festen Maschen aufhört. Das ist schöner. Und dann könnt ihr das beenden und ich zeige euch das wie. Lasst den Faden aber länger. Macht erstmal die 25 cm mit diesem Schema weiter. Immer feste Maschen und dann eine Reihe wieder mit den zusammen abgemaschten Stäbchen, bis ihr diese 25 cm erreicht habt und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe jetzt meine 25 cm, sogar 26 cm jetzt beendet, weil ich habe noch die letzte Reihe dann dazu gemacht mit den festen Maschen und habe den Faden beendet und lang gelassen, wie gesagt. Also rechnet damit, dass ihr dieses Stück einfach zunähen müsst. Und ich hoffe, man sieht das jetzt. Also hier ist der Schal auf der Seite. Hier ist mein Schal. Und hier ist das Teil, was wir dran gehäkelt haben. Das habe ich jetzt einfach zusammengeklappt. Und so wie das jetzt hier liegt, wie so ein umgedrehtes L, werden wir das hier oben an der kurzen Kante zunähen.
wie man das näht, so dass man nichts mehr sieht ohne Wulst und so weiter, zeige ich euch jetzt noch. Ihr legt das ganz sauber einfach übereinander und nehmt euch die Nadel und dann geht's los. Ich drehe mir das mal so, dass ihr das besser sehen könnt. Wir haben hier die zwei Schichten und ich steche als erstes hier oben ein in die Spitze und ziehe das durch. Und ich mache immer so eine Zaubernaht, die habe ich auch schon mal bei dem Pulli gezeigt. Ihr geht jetzt in die untere Schicht, aber von der Mitte, also von innen, geht durch die erste Masche und zieht den Faden durch. Dann geht ihr von der Mitte aus in die obere Schicht. Dann wieder von der Mitte unten durch und von der Mitte oben durch. Immer von innen reingehen und nach außen rauskommen. Und das macht ihr die ganze Kante lang. Und das ist eine wunderschöne, unsichtbare Naht, die gut zusammenhält. Die könnt ihr übrigens bei allen Sachen machen, bei Granny Squares, wenn ihr Ärmel annäht. Das ist so meine allerliebste Art, das zu vernähen. Einfach immer merken, dass ihr von innen nach außen müsst. Und am Ende zieht man das dann fest und dann ist da wirklich nichts mehr zu sehen. Da ist auch kein dicker Wulst, wo man irgendwie denken könnte. Also man kann es natürlich zusammen häkeln mit Kettmaschen oder festen Maschen, aber da entsteht immer so ein Wulst und ich finde das gerade oben am Kopf, weil das ist dann unsere Kopfmitte hier oben, sollte das auf keinen Fall passieren. Und deswegen mache ich das immer mit meiner unsichtbaren Naht. Also wenn ihr das die ganze Kante lang gemacht habt, dann könnt ihr noch die Restfäden vernähen. Oder einfach nur eben verstecken in den Maschen. Und dann ist euer Scoody auch fertig. Euer Kapuzenschal. Ich zeige euch das gleich jetzt noch, wie es aussieht. Und mache auch erstmal meine Naht weiter. Ich bin am Ende jetzt angekommen, habe die ganze Naht geschlossen. Und ich würde jetzt hier, weil das eben, wenn man zu fest dran ziehen würde, auch wieder dann kräuselt und alles, würde ich jetzt nicht zu fest ziehen, sondern einfach die Naht so lassen, dass sie sich einfach in sich zusammenzieht, aber halt eben nicht, dass sich das hier oben noch kräuselt, nicht so fest. Und dann mache ich jetzt einen Knoten, damit ich das hier beenden kann. Dazu gehe ich jetzt nochmal nach innen, dass ich das von der Seite machen kann. So sieht die Naht jetzt aus. Und irgendwo hatten wir hier, genau, da ist noch ein Restfaden. Den könnt ihr euch natürlich auch auf die Nadel ziehen und durch die Maschen durchziehen, dass der verschwunden ist. Ich gehe dann immer einfach ein paar Mal hin und her, hoch und runter. Muss ich mir hier erstmal Platz machen. Okay. Wir haben unseren Kapuzenschal fertig. Das ist die Kapuze. Ich lege das mal anders hin.
lege es mal so hin. Das ist die Kapuze hier oben. Total süß. Und das ist hier der weiche, schlaufige Schalteil. Ja, ich hoffe, euch hat die Anleitung gut gefallen und hoffe, dass ihr das gut nachhäkeln könnt. Wenn es euch geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch von euch, wie immer. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und nicht vergessen, die Benachrichtigung zu aktivieren. Dann könnt ihr nämlich auch immer, wenn ich was hochgeladen habe, gleich Bescheid wissen, dass es was Neues gibt. Und ja, ich freue mich, wenn ich Bilder von euch sehe, wie immer, bei Instagram, bei Facebook und so weiter. Findet ihr alles unter dem Video, in der Beschreibung oder auch bei der Kanalinfo die Links. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bis zum nächsten Video.